The People's Daily und andere Sprachrohre der KP Chinas berichten derzeit über den für China und die Partei so bedeutsamen Führungswechsel. Doch diese Medien sind konfrontiert mit einer massiven Online-Community mit zunehmender Skepsis gegenüber der Parteilinie. Chinas Mikroblogger werden vermutlich schnell testen, wie viel Freiheit die neue Führung tolerieren kann. Und viele traditionelle Medien werden dann versuchen müssen, Schritt zu halten. Eine Medienrevolution, die Chinas Führer womöglich nicht stoppen können. Alle Informationen und Nachrichten werden in China streng kontrolliert. Staatliche Medien wie die People's Daily dienen dabei als Sprachrohre der kommunistischen Partei. Wenn über Ereignisse berichtet wird, gilt die Parteilinie. Und somit passiert vieles, ohne dass darüber berichtet wird. Doch diese Medien stehen unter starkem Druck, Schritt zu halten. Und zwar mit der chinesischen Internet-Community, die unmittelbar und unzensiert über jeden und alles berichtet. Insbesondere jetzt, wo sich die Medienumgebung geändert hat, wenn man selbst nicht darüber berichtet, wird das Internet es tun. China hat eine Online-Gemeinschaft von mehr als 500 Millionen Menschen und 60% von ihnen kommunizieren über Mikroblogs, ähnlich wie Twitter. Egal wie das Regime versucht, die Ausbreitung politisch sensibler Inhalte einzuschränken, verschafft sich ein junger mittelständischer Bürger seine Informationen ohnehin per Smartphones und Laptops online. Jetzt findet man viele Informationsquellen und Nachrichten, die vertrauenswürdiger sind und man kann sie leichter finden. Wenn jetzt etwas geschieht, muss man nur auf seinen Mikroblog schauen und man weiß Bescheid. Einige Beamte scheinen diese Online-Medien zu bevorzugen. Andere fürchten, dass es die kommunistische Partei stürzen wird. Ich glaube, die kommunistische Partei Chinas denkt auch über dieses Problem nach. Wird die weitere Öffnung der Medien die Macht der KP destabilisieren, bedrohen oder sogar zu ihrem Fall führen? Ich fürchte, dass es für sie bereits unmöglich geworden ist, das zu reformieren. Zhang glaubt, dass die Zensur des Internets wahrscheinlich gelockert wird.